Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Wir haben den Teich im Hintergrund. Das bedeutet, wir sind auf dem Dorf und das bedeutet, wir räuchern wieder Fisch. Heute sind die Wittlinge dran, die Flora neulich von der Ostsee mitgebracht hat, als er auf dem Boot Dorschangeln war. Das allererste Mal auf der Ostsee. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal oben reinklicken. Wir verlinken euch das Video. War ein richtig cooler Tag. Und ja, die Fische sollen heute verwertet werden. Wir wollen die Wittlinge räuchern und wollen mal testen, wie die so schmecken. Wir nehmen euch dabei heute ein bisschen mit und wenn ihr Lust auf das Video habt, dann bleibt einfach dran. Bis gleich. Ich versuche mich gerade nicht zu bewegen, weil als ich gerade das Intro gedreht habe, ist hier die ganze Zeit eine Taube um mich herum geflogen. Die wollte nämlich unbedingt hier an den Teich ans Wasser. Jetzt habe ich mich kurz umgedreht und sie hat sich erschrocken. Ich wollte ihr das Wasser eigentlich gönnen, aber sie hat ein bisschen zu viel Angst. So, also Flora, der bereitet jetzt gerade alles vor. Wir haben uns auch wieder einfach den perfekten Tag ausgesucht. Das sind, glaube ich, mittlerweile 36 Grad. Mittagshitze, ne Flora? Moin erstmal. Ja, hi. Ja, deswegen so wenig wie möglich tragen. Deswegen habe ich mir hier meine Schubkarre geholt. Ja, es ist, jeder Handgriff ist anstrengend. Ja, hier steht schon unser kleiner Räucherofen. Komm, noch ein Stein runter, damit das hier nicht ankugelt. Mhm. So, Fische habe ich auch gerade schon rausgeholt. Ah ja. Die müssen wir gleich noch mal erstmal aufhängen. Die müssen noch mal ein bisschen trocknen. Ja. Aber das sollte bei dem Wetter heute kein Problem sein. Nee, das sind hier unsere, sind hier unsere schönen Wittlinge. 5 Stück haben wir. Ja. 2 große und 3 bisschen kleinere. Genau. Aber die ganze, Forelle, ne? Ganze Familie kommt heute. Wir werden das alle mal testen. Genau, und dann schmeißen wir jetzt das ganze Ding mal in Gang. Wir machen es eigentlich genauso wie letztes Mal, aber Flora hat heute ein bisschen specialmäßiges Räuchermehl noch. Das zeigen wir euch gleich mal. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Beziehungsweise erstmal Fische aufhängen. Erstmal Fische aufhängen und dann trocknen und dann geht's weiter. Genau. Räucherhaken drauf. Also ich finde, das sind echt die besten Räucherhaken. Ne? Warte, ich will nochmal kurz zeigen. Ich habe noch mal ein paar besorgt. Ja. Die haben hier so Haken, die abstehen. Und die greifen richtig schön immer hinter die Gräten. Das ist echt perfekt. Mhm. So, das ist der kleinste hier. Süß. Also schon mal hier rein zum Trocknen. Na moin. Perfekt. Ja. Ja. So. Und die Wespen? Wespe wird gleich mitgeräuchert. Jawohl. Sollen wir gleich dann nochmal anordnen? Ja. Oh Gott, jetzt kommen echt. Ja, die kriegen das. Guck mal. Gehen schon in den Räucherofen rein. Oh, es sind jetzt schon 3 Wespen, Florian, beeil dich ein bisschen. Wie dreist die sind einfach. Bin ich reingegangen da oder was? Ja, sitzt da im Räucherofen auf dem Fisch. Ah ja. Die Geier. Perfekt. Riecht halt gut, ne? Mhm, ja, klar. Feuer ist vorbereitet. Das lasse ich jetzt so ein bisschen, ganz bisschen noch runterbrennen. Dann kommt es unten rein. In der Zwischenzeit können die Fische ja noch ein bisschen trocknen. Aber sobald man die Tür aufmacht, kommen die Wespen an. Guck mal, guck mal auf. Ja. Mach auf. Kommt schon die erste. Und Fliegen. Fliegen kommen natürlich auch. Ne? Und genau, ich habe die jetzt ein bisschen da verteilt, dass sie sich nicht berühren. Und ja, die Kleinen nach vorne, die Großen nach hinten, weil die Rückwand ja immer noch so ein bisschen Wärme abstrahlt. Mhm. Ne? Und guck mal, vorne. Da ist direkt wieder eine Wespe drin. Die wollen sich da ein bisschen Fleisch klauen. Ne? Wie wir die Fische eingelegt haben, haben wir schon einmal aufgenommen. Haben wir nachts direkt nach dem Angeln gemacht. Total fertig. Können wir eben nochmal einblenden, wie wir das gemacht haben. Also 7%ige Salzlake. Wir haben jetzt hier 5 Liter Wasser.
Bottich. Das ist unser Salzlaken-Bottich. Unser Salzlagen-Behältnis. Behältnis, ja. Ja, wir nehmen diesmal keinen Topf, wir nehmen jetzt wieder das, was wir immer nehmen zum Räuchern. Also, eigentlich zum Einlegen. 350 Gramm Salz. Oh, ist das jetzt schon viel? Ja. So, oh, ja, schön ins Salzwasser. Schön aus dem Salzwasser ins Salzwasser. Ha. So, die Wittlinge haben wir eingefroren, ja, ne? Genau. 5 Stück sind das, glaube ich, ne? Hm. Schöne Größe, so wie Forellen ungefähr. Ja. Und die kann man auch tatsächlich so gefroren dann da reinschmeißen. Die tauen dann davon auf. Und dann sind die fertig. Ja, muss man nach Geschmack, muss man ausprobieren, wie lange, ne? Wir machen immer lieber ein bisschen weniger. Maximal 10 Stunden und sonst eher so 6 bis 8. Mhm. Aber man kann auch, es gibt auch Leute, die machen das 12 Stunden. Ja, ist Geschmackssache. Kann es aber sehr salzig werden. Warum macht das nicht so salzig? Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon beim Räuchern thematisiert, dass wir das immer ein bisschen kürzer machen. So, das sind die drei kleinen. Jetzt kommen wir mal zwei etwas größere. Ja, aber so klein sind die gar nicht. Die sind aber deutlich größer. Ja, guck mal, im Vergleich, ne? Hm. Dann werden die wahrscheinlich ein bisschen salziger werden. Mhm. Upp, blub. Platsch. So, ja. Ich kann jetzt schön auftauen hier. Garen tun wir die Fische jetzt bei 110 Grad, ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, dann geht es weiter mit dem Räuchern. Ich habe heute ein spezielles Räuchermehl dabei, das zeige ich euch gleich nochmal. Mhm. Und ja, mal gucken, wie das heute schmeckt. Also Wittling habe ich ja selber noch gar nicht geräuchert, beziehungsweise auch noch haben nicht wir gegessen. Haben wir überhaupt noch nicht gegessen, ne? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon mal Wittlinge geräuchert habt oder ob ihr die zubereitet. Es soll wohl relativ trocken sein beim Räuchern, deswegen müssen wir nachher mal gucken, dass wir das so ein bisschen im Auge behalten, dass wir die nicht zu lange räuchern. Aber ich denke, es wird dann trotzdem schmecken. Oh yes. So Leute, also das Endergebnis dieser Fische geht auf meine Kappe. Das will ich jetzt mal ganz kurz anmerken, damit keiner sagt, oh, die hätten noch mehr trocknen müssen. Flore sagt gerade auch, die sind noch zu feucht, die müssen noch ein bisschen mehr trocknen. Aber Jana ist ja immer ein bisschen pingelig, was das angeht, und es ist halt extrem warm heute. Und mir ist es lieber, dass wir jetzt einfach schon das Feuer anmachen und die Fische garen. Deshalb, wenn die Fische am Ende nicht so schön aussehen, am Geschmack macht es einfach keinen Unterschied. Aber wenn sie jetzt ein bisschen dunkel oder schwarz werden am Ende, waren sie noch zu feucht. Aber das ist dann meine Schuld. So. Einfach nur mal vorweg, weil Flore gerade noch gesagt hat, wir müssen sie noch trocknen lassen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an zu garen. Wir heizen jetzt den Ofen so ein bisschen hoch auf 110 Grad. Und ja, für eine halbe Stunde sollte ausreichend sein. Die sind ja schon vorgegart bei der Hitze, ne? Ja, genau. Jo. Supi. Es brennt auf jeden Fall. Wir sind gerade bei ungefähr 70 Grad, muss man ein bisschen und dann. Was ich noch sagen wollte, es gibt hier auch extra so einen Gasheizer für und einen Elektroheizer sogar. Ich überlege echt, ob ich mir mal so einen Gasheizer hole. Ne? Ich habe letztens vom Kollegen gehört, der sagt, das ist so entspannt. Ne? Stellst es einmal ein, Temperatur ist perfekt, konstant. Okay. Und hier musst du immer so ein bisschen, hier hat man oben so eine Öffnung. Hier muss man dann immer so ein bisschen rumspielen, ne? Ein bisschen Wärme rauslassen, ein bisschen Sauerstoff ranlassen. Mhm. Und ja, das muss man einmal testen. Ne? Okay. Genau. Ja. Gut. Machen jetzt weiter. Wir melden uns dann gleich, wenn es weitergeht. Ihr seht es, das Feuer ist runtergebrannt. Ja. So, das nur noch schön heiße Glut. Genau, ein bisschen Glut muss überbleiben. Weil jetzt wird nämlich geräuchert. Fisch war jetzt etwas mehr als eine halbe Stunde bei 110 Grad drin. Mhm. Jetzt gegart. Schauen wir mal. Aussieht. Ja. Ich bin überrascht, wie viel Feuchtigkeit dann doch noch da aussieht. Ne? Ja, echt Wahnsinn. Ja, wie schon angekündigt, habe ich mir ein besonderes Räuchermehl besorgt. Und zwar Apfel. Das ist jetzt nicht das Mehl, das sind hier nochmal so Chips. Gleiche Ausführung nochmal als 0,3 bis 1 mm Räuchermehl. Mhm. Und ich nehme aber noch ein paar von diesen Chips hier, um noch so ein bisschen Wärme mit reinzubringen, weil das ist ja schon relativ weit runtergebrannt. Das kommt
da noch ein bisschen mit drauf. Na, so ein paar, ne? Dass man noch so ein bisschen Hitze entstehen kann. Das reicht schon. Ja. Und dann das Mehl rüber. Und dann fängt das an zu Mehl an. Ja. Apfel soll so ein bisschen süßlicheren Geschmack bringen. Okay. Bin mal gespannt. Interessant. Das ist auch gröber als unser letztes. Das Mehl. Tatsächlich, ne? Ich gedacht, wollen wir mal schauen. Interessant. Aber riecht auf jeden Fall gut. Oh ja, das riecht richtig gut. Ja. Und qualmt ordentlich. Das versuchen wir jetzt bei 80 Grad zu halten und dann eine Stunde. Okay. Jawohl, ja, Leute. Räuchern ist abgeschlossen. Wir haben jetzt ein bisschen weniger als eine Stunde gemacht. 40 Minuten, damit die nicht zu trocken werden. Farbe, ja, okay, ne? Wie Jana schon gesagt hat, hätte man noch ein bisschen länger trocknen müssen. Meine Schuld. Dann wären sie schön golden gewesen, aber im Geschmack macht das keinen Unterschied. Ja. Wir werden gleich mal die Haut abziehen, beziehungsweise wir zeigen mal den Test, dass sie gar sind und fertig sind, weil lassen das nicht einfach rausziehen. Ja. Ne? Genau, daran kann man das immer ganz gut testen, ne? Die sind fertig. Und ja, die machen wir uns jetzt erstmal fertig. Damit die ganze Family einfach mal Fisch hat jetzt. Wir werden das nämlich gemeinsam gleich alle mal testen. Mal sehen, was die anderen dazu sagen. Genau. Unabhängige Meinung. Überhaupt nicht beeinflusst von uns. Nein. Nein, aber mal gucken, was die anderen dazu sagen. Ja, wie gesagt, optisch hätte besser sein können, aber es ist einfach nicht immer perfekt. Und ja, gebt mir die Schuld, wenn ihr meckern wollt. Aber schmecken tut es ja trotzdem wahrscheinlich. Genau, wir machen die jetzt fertig. Genau, bis gleich. Okay, Flore testet jetzt. Ja. Die Haut müsste eigentlich relativ leicht sich lösen. Oh ja, guck mal, sieht man schon. Ja. Wie leicht die abgeht. Genau. Ah ja, perfekt. Guck mal. Ja. Oh, krass. Sehr gut. So, dann müsste man eigentlich auch das Fleisch hier relativ leicht von der Mittelgräte. Guck mal, das kann man richtig schön runterziehen. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. So. Probieren? Ja. Jetzt willst du erst probieren, soll ich zuerst probieren? Nein, du darfst. Ja. Oh. Schmeckt? Nicht so salzig. Okay. Aber salzig, rauchig. Ist ganz gut. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir holen die gleich mal alle raus. Ich würde sagen, du gibst mir erstmal noch ein Stück. Und dann bereiten wir das alles mal vor. Schmecklich ist gut, ne? Mm. Erinnert mich aber an Forelle. Ja, schmeckt wie Forelle, finde ich auch. Räucherforelle, ne? Crazy. Wahnsinn. Lecker. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Wir werden das jetzt mal mit allen Fischen machen. Wir werden fertig machen und einen kompletten Teller vorbereiten, sodass dann die ganze Family einmal probieren kann. Ja. Genau. Leute, es ist draußen einfach so heiß, deshalb machen wir die Szene jetzt mal hier drin. Mhm. Wir haben jetzt einen Teil von dem Fisch noch hier drin gelassen. Der Rest ist draußen bei der Family. Die essen fleißig. Allen schmeckt es wunderbar. Sie sind begeistert davon auf jeden Fall. Wir wollten euch das jetzt nur zum Abschluss hier nochmal in Ruhe zeigen. Ja. Wir haben das hier von der Grete einfach runtergezogen. Das ging super leicht ab. Mhm. Und das ist erstaunlich saftig, das Fleisch. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Sorge, dass es vielleicht zu trocken wird. Und Nee, aber es ist gut geworden. Schmeckt auch echt gut. Ja. Genau die richtige Würze, würde ich mal sagen. Ja, genau. Zur Würze wollte ich nochmal sagen, wir nehmen wirklich echt einfach nur Salz. Mm. Das kann man echt nach Belieben machen. Viele machen da so eine richtige Gewürzmischung. Es gibt auch fertige Mischungen mit Wacholderbeeren und was man da alles noch reinhaut. Mm. Wir mögen es einfach ganz natürlich mit Salz. Ganz simpel. Und das schmeckt immer echt gut. Genau, richtig. Und wir wollten uns mit dieser Szene jetzt auch bei euch verabschieden. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Wir schauen mal, was wir als nächstes kochmäßig am Start bringen. Ihr könnt auf jeden Fall nochmal schreiben, wie ihr euren Wittling zubereitet, wenn ihr schon unbedingt mal Wittling gefangen habt und sie auch verwertet, ob ihr die räuchert, ob ihr die so bratet oder ob ihr irgendwelche anderen Ideen habt. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen. Ja, das war für uns jetzt das erste Mal. Spannend, ja. Und wir sind sehr froh, dass das gut geklappt hat. Ja, ansonsten verabschieden wir uns jetzt und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns. Bis dann.